Sie erinnern sich, wir wollten junge Menschen, also Alter war egal, Geschlecht auch, 32 mussten es sein, aus jedem Land, das bei der Fußball-WM teilnimmt. Einer von den europäischen Ländern wollten wir gerne eine ganze Mannschaft. Was ist draus geworden, frage ich jetzt Susanne Fröhlich. Hallo Thomas, hallo liebe Festhalle. Hier melden wir uns vom Römerberg. Ich habe den ganzen Abend Pässe kontrolliert, Nationen in kleine Gittergehege geschoben und wir fangen mal an. Ich habe mir hier jeden einzelnen Pass zeigen lassen. Hier ist Deutschland, ein schöner Frankfurt-Schal, wunderbar. Das war keine große Aufgabe, Thomas. Deutschland war kein Problem. Die Italiener natürlich auch kein Problem. Was haben wir hier? Natürlich noch Kroatien. Polen ist komplett, gar kein Problem. Serbien, Montenegro, ratzfatz waren die da. Die Spanier haben sich ein wenig bitten lassen, es hat aber dann doch noch geklappt. Wir haben sie mit einer Paella geködert. Die Engländer sind da. Und wie, ganz schnell, Franzosen. Die Niederländer, muss ich sagen, uiuiui, das war ein sehr zähes Geschäft. Da haben wir eigentlich fast bis zum Ende wirklich gezögert, bis die Wohnwagen hier durch waren und so weiter. Sie wollten uns schon vor der WM einen mitgeben, aber sie sind dann doch gekommen. Dankeschön. Und natürlich, wen haben wir hier? Portugal, die Ukraine, auch komplett und in guter Stimmung, die Schweiz, ein wenig langsam, aber dann doch gekommen. Tschechien ist auch da und besonders hübsch und gut gelaunt, man sieht es gleich, hellblond, die Skandinavier, das viele Elchfleisch scheint doch gesund zu sein. Vielen Dank an euch. USA, gar kein Problem, du siehst die Pässe in der Hand. Und dann wurde es natürlich schon ein bisschen schwieriger, das muss ich sagen, Thomas, eine harte Aufgabe. Japan, bitte sehr, mit Pass in der Hand. Da hätte ja einer gereicht, aber immerhin. Ja, es sind trotzdem, wir lassen uns nicht lumpen hier draußen. Iran, du siehst es hier, die noch Weltmeister. Brasilien, completo sozusagen. Und hier, da sieht man das sonnige Gemüt der Tunesier, da kommt gleich Stimmung auf, stimmt's? Ja, genau. Hallo Frankfurt und wir werden eine gute WM hier haben. Ich zeige dir mal einen Pass. Was? Ja, zeig mal vor. Asus, genau. Und jetzt ganz besonders ins Herz geschlossen, schon wegen ihres bezaubernden Lachens, habe ich diese Frau aus Ghana. Guten Abend. Guten Abend. Wie heißen Sie? Irene. Irene aus Ghana. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Australien, eben mal per Känguru auf den Römerberg gehüpft. Korea war überhaupt kein Problem. Auf die Koreaner ist Verlass. Angola, guten Abend. Ein Mann aus Angola. Angola, danke Deutschland. Für das erste Mal Angola ist dabei. Dankeschön. Und hier Argentinien. Argentina. Und dazwischen versteckt Togo. 1, 2, 3, 4 aus Togo. Schau dir diese Hüte an. Colleo, bist du fasziniert? Das ist doch der Hammer hier, oder? Ja, das ist der Hammer. Das ist Mexiko. Mexiko, Mexiko, Mexiko. Saudi-Arabien war sehr schwer, bis so ein Scheich sich mal auf den Weg macht. Aber wo ist Saudi-Arabien? Bitte? Saudi-Arabien? Ha? Wo ist mein Saudi-Arabier hin? Ja, na doch. Ha? Wo ist er denn? Ach, da ist er ja. Ach, Gott sei Dank. Ich hatte gerade schon einen Flash und habe gedacht, der Saudi-Arabier lässt mich im Stich. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Paraguay. Hola. Ich zeige es mal hier. Wow. Republika Paraguay mit Fahne. Perfekt. Muchas gracias. Costa Rica, kann dieser Mann mal hervorkommen? Thomas, ich zeige dir mal, was ein Costa Ricaner sich traut. Nackige Beine, die Südländer, die trauen sich wirklich an. Und es fasst sich gut an. Dankeschön. Lady Schäfer. Sein Lady Schäfer kaputt. Hier sind wir an der Elfenbeinküste. Da hatte ich wirklich Angst und perfekt. Und richtig laut und voller guter Stimmung. Ecuador. Buenas noches. So, Thomas, und jetzt sage ich dir, wenn du dann singen musst, das wird sich jetzt entscheiden, weil jetzt kommt der Knackpunkt Trinidad Tobago. Das war eine harte Nuss für uns, aber